tanzen den Zigeunertanz. Das ist ein Showtanz natürlich. Also wir sind immer sehr aufgeregt, das ist das selbstverständlich. Wir sind vor jedem Auftritt aufgeregt, egal vor Wettbewerben oder auf Auftritten, von denen wir eingeladen wurden. Seid ihr oft hier? So gut wie jedes Jahr. Heute haben wir auf jeden Fall erste Plätze gewonnen, dritter Platz. Die letzten Jahre haben wir auch natürlich was gewonnen, Zuschauerpreise. Wir erwarten natürlich wie jedes Jahr eine gerechte Bewertung, dass alles angesehen wird, gerecht, gegenüber den anderen. Also ich bin jetzt das dritte Jahr hier. Ja, ich das erste, ja. Wir tanzen das Skinka. Wir tanzen das Skinka. Ein Volkstanz. Wie fühlt ihr euch vor dem Auftritt? Also aufgeregt. Ja, also nervös ein bisschen. Was erwartet ihr heute? Also, dass wir gut alles, also dass wir alles richtig machen und dass wir irgendwas gewinnen. Mit guten Resultaten ist, aber man ist ja ein bisschen nervös, weil so viele Leute da sind. Man muss sich halt ein bisschen vorstellen, dass die Leute halt nicht da wären, um ein bisschen Aufmut zu halten. Also man ist nervös, weil da sind viele Leute und man hat einfach Angst vor der Jury und ja. Wir tanzen heute Walz, Rinsky Walz. Und Karneval. Hast du den ersten Platz bekommen? Im All, wenn man muss ganz nicht nur von einer Person betrachten, weil das ist so ein Showturnier. Es müssen alle das wollen. Es müssen alle das wollen. Spaß haben. Und damit wir viel Spaß haben. Ziemlich aufgeregt, aber wir hoffen halt, dass wir irgendeinen Platz bekommen. Also ich denke, wir werden Spaß haben. Also ich fühle mich auch richtig, richtig toll. Ja, ich war ein bisschen aufgeregt, aber ich habe ein gutes Gefühl. Ja. Ich freue mich sehr, ich habe kaum Angst. Ich wünsche mir, dass alle Spaß haben, dabei unseren Tanz zu sehen und dass allen es gefallen hat und auch der Jury. Wir tanzen zwei Tänze. Ja, ich hoffe, wir kriegen schon einen Platz, aber ja, Hauptsache, wir dürfen hier stehen.
תתרסק ותפזר לאן החור תוך כך ביקום ממשיך להיות בדרך ארוכה מתישה וקסומה ולאן אינני מקבלת אותה אולי חשבתי קצת יותר מדי הלילה עשות את דרכי שכחתי כמעט Also wir hoffen natürlich, dass wir irgendwas gewinnen können. Wir werden uns auch sehr dafür anstrengen. Wir haben viel geprobt und es wäre natürlich sehr schön, wenn wir was gewinnen würden, ja. Ja, wir erwarten natürlich auch, dass wir jetzt sehr viel Spaß haben mit dem Auftritt, den wir jetzt gleich noch vor uns haben. Also klar hoffen wir, dass wir gewinnen, aber es wäre auch nicht so schlimm, wenn wir nicht gewinnen, weil es gibt noch 1 Million Chancen, irgendwo anders zu gewinnen. Also wir sind ja schon das zweite Mal hier und deshalb fühlen wir uns eigentlich ziemlich gut und es ist auch nicht unser erster Auftritt, also sind wir ganz locker eigentlich. Nach dem Auftritt? Immer aufgeregt, weil das ist so normal, glaube ich, für Tänzer, dass man immer vor dem Auftritt aufgeregt ist, weil alles davon was Besonderes ist. Ich bin auch mega aufgeregt und ich habe auch immer ein Blackout, aber es geht. Es geht eigentlich. Also wir haben schon so oft getanzt, also das legt sich langsam, aber diese Aufregung ist trotzdem immer da. Was erwartet ihr heute? Spaß zu haben vor allem. Ja, gute Stimmung und Spaß. Wir haben jetzt nicht den Fokus auf Gewinn oder irgendwie sowas gelegt, sondern einfach nur, wir sind gekommen, wir wollen Spaß haben, wir haben 2 Tänze und einfach zeigen, was wir können. Ja, also ganz persönlich, wir sind wirklich sehr aufgeregt, weil wir diesen Tanz jetzt, naja, wir lieben ihn sehr und wir werden ihn dann von allen zeigen und wir fühlen uns auch. Ja, wir sind echt sehr aufgeregt und wir freuen uns schon und ich denke, das wird uns sehr viel Spaß machen. Was uns erwartet? Auf jeden Fall der Sieg. Ja, ja der Sieg auf jeden Fall, ja. Erster ja, Platz. Wasn't really thinking, wasn't looking, wasn't searching for an answer in the moonlight when I saw your Welche Erwartungen hatten Sie an die Kinderkulturtage? Also Erwartungen, ja, dass ein schöner Tag ist und dass hauptsächlich die Kinder Spaß daran haben, was die hier tun. Wie gefallen Ihnen die Kinderkulturtage bis jetzt?
eigentlich ganz gut. Ich finde das eine schöne Veranstaltung und ja, macht Spaß. Ich habe immer sehr gute Erwartungen, sehr große Erwartungen und ich muss sagen, ich bin auch ganz froh, dass Steigerung ist da. So ist immer besser und besser, finde ich. Und auch heute die Tänze und alles Choreografie, ich finde es sehr gut gesteigert. Wie finden Sie die Kinderkulturtage bis jetzt? Ich finde es eine fantastische Idee und ich bin froh, ich kann das auch unterstützen. Seit Jahren bin ich auch Jurymitglied und ich freue mich, dass alles so gut läuft und das, die Idee ist fantastisch und super. Und alle haben so viel Spaß, alle Kinder, und ich glaube, es ist eine fantastische Idee. Welche Erwartungen hatten Sie an die Kinderkulturtage? Ich habe die Kinderkulturtage schon mehrfach miterleben dürfen und ich bin immer wieder begeistert, mit welchem Engagement die Kinder und Jugendlichen an die Sache rangehen und wie sehr sie mit Begeisterung auch dabei sind und sich auf diese Kulturtage vorbereitet haben. Auch heute wieder einen ganz besonders guten Eindruck habe ich gewonnen. Alle Erwartungen sind erfüllt. Wie gefallen Ihnen die Kinderkulturtage bis jetzt? Die gefallen mir sehr gut. Ich finde das Konzept auch sehr gut. Also die Verbindung von Kunst und Kultur, hier insbesondere durch besondere Ausdrucksformen des Tanzens, verbindet Menschen und das ist ganz wesentlich und wichtig für unsere Gesellschaft. Und ich sehe das auch als ganz wichtiges Integrationsprojekt an. Und den dritten Platz hat belegt die Schmetterlinge Maxi. Tanz vorbei. Dritter Platz wird zweimal vergeben. Und diesen Platz hat belegt die Tanzgruppe Laduschki. Die Tanzgruppe Grace Tanzstudio Imperia. Der erste Platz, erster Preis geht an die Tanzgruppe Impulse Tanzstudio Imperia. Ihr euch jetzt? Wir fühlen uns einfach super. Wir haben solche Gefühle noch nie gehabt bei einem Wettbewerb und wir sind einfach begeistert. Habt ihr den ersten Platz erwartet? Nein, eigentlich. Also wir haben uns erhofft, aber erwartet haben wir es eigentlich nicht, weil es gab auch viele starke Gruppen hier, aber erhofft haben wir uns natürlich. Ja, wir hatten Höhen und Tiefen und jetzt ist unsere Höhe gekommen bei diesem Wettbewerb und wir sind natürlich sehr begeistert. Weiteren ersten Platz in der Kategorie Tanzklassik. Und diesen ersten Platz hat erlangt das Quintett Bunte Träume in der Evangelischen Kirchengemeinde Rösrath. Habt ihr den ersten Preis erwartet? Nein, ehrlich gesagt gar nicht. Wie fühlt ihr euch jetzt? Sehr gut. Ja, sehr begeistert. Und erleichtert. Und den Sonderpreis bekommt die Tanzgruppe Surprise IFITZ e.V. Dieser Publikumspreis geht an die Tanzgruppe Drive. Wie fühlt euch jetzt? Aufgeregt. Ja, glücklich. Und recht brav fühle ich mich. Weil das war unser erstes so ein Showturnier. Das hätten wir echt nicht erwartet. Das war das erste Mal. Wir hatten nie damit gerechnet, dass wir so einen Publikumspreis gewinnen. Ich bin stolz auf meine Gruppe. Werdet ihr das nächste Mal auch mitmachen? Ja. Der dritte Platz geht an die Gruppe Quest. Ich liebe Boogie Woogie. Wie fühlt ihr euch jetzt? Sehr glücklich. Ja. Also ja, wir hätten echt nicht gedacht, dass wir den dritten Platz bekommen. Es war toll. Ich habe es nicht erwartet. Werdet
werdet ihr nächstes Mal auch bei uns mitmachen? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es lohnt sich, so spät hier zu bleiben und zu tanzen und Spaß zu haben. Und wieder geht es um den zweiten Platz in der Kategorie Tanz Modern. Und diesen Preis haben erlangt die Power Girls. Es war sehr schwierig und die Jury hat dann entschieden, einen weiteren ersten Preis und damit zwei erste Plätze zu vergeben. Und in dieser Kategorie hat den ersten Platz erlangt die Tanzgruppe Sonnenschein. Kategorie Tanz Modern und diesen ersten Platz hat erreicht die Tanzgruppe Laduschki. Wie fühlt ihr euch jetzt? Also ich bin glücklich, dass wir den ersten und den dritten Platz gewonnen haben. Ja, ich kann es einfach nicht erklären. Ich freue mich sehr. Also ich bin überglücklich. Ich dachte nicht, dass wir die zwei schönen Pokale gewinnen, aber ja, ich bin richtig glücklich. Also ich war jetzt auch vor Freude. Also das kann man nicht beschreiben. Es ist einfach ziemlich toll. Habt ihr den Sieg erwartet? Ja, wir haben auch letzten und vorletzten Jahr den ersten Platz gewonnen. Also wir haben uns jetzt nicht wirklich versprochen, dass wir das schaffen, aber wir haben drauf gehofft. Der dritte Sonderpreis geht an die Gruppe Pink Diamond. Jetzt hatten wir so viele Sonderpreise und jetzt haben wir noch einen Sondersonderpreis, einen ganz besonderen Preis, nämlich den Preis der Jury in der Kategorie Tanz Modern. Und dieser Preis geht an die Tanzgruppe Sternchen. Der Spaß.